Und damit hallo und herzlich willkommen wieder mal zu etwas Aion. Ich habe nämlich jetzt wieder etwas Internet. Mal sehen, wie lange. Ich hoffe, es hält eine Weile. Und ja, ich würde sagen, ich darf endlich in 3.0 reingucken. Ich freue mich ganz schön. Ihr wisst gar nicht, wie schlimm es für mich war, an dem Tag, wo 3.0 rauskam, dass ich erstmal nicht spielen durfte, konnte, besser gesagt. Gedurft hätte ich. Gekonnt war eine andere Geschichte. Da ja das gute Internet gesagt, also Internetanbieter sich so meinte, ja, lass mal Wartungen durchführen, unangekündigt, und dann Leuten das Internet abschalten, so ungefähr. Ja, die Patch-Notes haben wir ja trotzdem noch vorher rausgekriegt. Gott sei Dank, wenigstens ein was. Sonst wäre ich richtig in der Bredouille gewesen. Und wie ihr schon seht, wir haben einen neuen Background, neue Background-Music, neuen Loading-Screen kommt davor auch noch. Und auch genauso haben wir ein neues Icon, wenn ihr das Spiel aus dem Client her startet. Das ist alles neu. Ja, ich würde sagen, Menüs auch neu, Icons alles neu. Ich habe ja schon im Patch uns ein bisschen angekündigt, dass das User Interface sich komplett ändert. Jetzt seht ihr, was daraus geworden ist, zumindest schon mal in der Charaktererstellung, wo wir uns jetzt auch reinbegeben werden. Asmodin jetzt in blau, Elias jetzt in grün, auch neu. Die Musik ist auch gleich geblieben. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Das hier neue. Es ist die neue Klassenauswahl. Okay. Wir gewöhnen uns dran, wir gewöhnen uns dran. So, Rächer, also Krieger, Jäger, Mage, Priester, Rächer und der gute neue Kampfkünstler, aka Faustkämpfer. Den machen wir weiblich. Der hat eine gute Stärke, gute Gesundheit, also Frontliner. Aber das haben wir uns ja schon fast denken können. Der Kampfkünstler sind mit schnellen Angriffen und rasanten Kämpfen spezialisiert. Sie können an dynamischen Kämpfen teilnehmen, indem sie verschiedene Annäherungsfähigkeiten und besondere Zustände nutzen. Wenn sie zum Deva aufsteigen, setzen sie die Kraft des Ki in ihrem Körper frei und werden zum Faustkämpfer, der die göttliche Kampfkunsttechnik erlernt und meistert. Und genau das werden wir uns antun. Ich will euch nur halt gerne durch die gesamten Neuerungen führen. Das beinhaltet ebenfalls den Charaktererstellerprozess. Genauso, also wenn das Yui noch kleiner wird, brauche ich irgendwann eine stärkere Brille. Ich meine, man erkennt die Frisuren. Und es dürften die neuen Frisuren für die Fäustler sein. Ne, das ist nur eine alte, aber das ist die neue hier. Wahrscheinlich. Most likely. I guess. Yes. Looks like it. Da sehen wir auch schon das Outfit, das man auch schon in dem Trailer gesehen hat. Wir machen uns wieder klein, aber oho. Die Frisur würde ich mal so lassen, weil das ist die für diese Klasse gewollte, quasi. Hautfarbe, weiß nicht. Vielleicht ein bisschen so, ein bisschen dunkler. Ihr seht auch schon hier an dem Arm, das leuchtet so schön. Also, wir sehen es jetzt hier ein bisschen. Ja, it is what it is. Es ist halt mit dem Rauszoomen ein bisschen wild. Ist irgendwie ganz schön klein. Aber vielleicht bin ich einfach blind. Das kann natürlich auch sein. Die Stimmen sind immer noch so, wie sie sind. Hier haben wir unten noch die Kleidervorschau. Das ist einmal in Unterwäsche, in Startklamotte und in einem Outfit des Faustkämpfers, was später wahrscheinlich als Skin oder dergleichen zur Verfügung stehen wird. So sehen wir dann aber erstmal am Anfang aus. Es kommt wieder die Qual der Wahl für die Namensgebung. Ich würde am Charakter selbst nicht viel mehr weitermachen. Ihr könnt halt wie immer hier trotzdem noch alles einstellen, wie wir es gewohnt sind. Es ist halt eine neue Frisur dabei. Körperweise ist nichts hinzugekommen. Es ist halt overall nur ein anderes User Interface. Ihr habt hier auch noch die Anweisungen, wie ihr größer und kleiner machen könnt, rotieren könnt, und ja. Ist eigentlich ganz cool gemacht so. Also kann ich nicht meckern, aber wir sind eine Kämpferin. Wir gehen bitte auf Tough. Merci beaucoup. Und ich muss kurz Gehirn anstrengen. Ich weiß gar nicht, welche Namen ich überhaupt schon alle verwendet habe. Welcher Name wäre gut für eine Faustkämpferin? Das ist die gute Question. Hätte ich mir ja mal die paar Tage, die ich mir jetzt hier filme und alles reingeguckt habe, ja schon mal Gedanken drüber machen können. Habe ich aber irgendwie. Irgendwie hatte ich andere Probleme.
So minimal. So ganz, ganz minimal. Weil ich kann mir vorstellen, dass wieder einige neue Spieler dazu kommen, deswegen wird es uns einige Namen wieder nicht geben. Ich überlege gerade bei dem Buch, was ich gerade so lese, was da so für Namen vorkommen. Problem ist, ich habe auch ein extrem schlechtes Namensgedächtnis. Aber wir müssen bestimmt wieder irgendwie eine Schreibweise finden, die überhaupt trifft. Haha! Wir nehmen den einfach. Es gibt viel schlimmere Namen als diesen. So, mit der neuen Musik steigen wir in das Game. Oh lol, selbst das Pin-Dings ist neu gemacht. Ich glaube, ich muss langsam mal ein neues Bild hier als Versteckerli raussuchen. Damit ich auch mal was Neues habe. So. Wir müssen ja in Lacrima anfangen. Oh Gott, das neue Interface, meine Augen. Ich weiß noch nicht, ob ich es feiern soll oder nicht. Wir begrüßen jetzt alle gemeinsam zum allerersten Mal, für mich zumindest, das neue Interface. Kommt mir alles hier nur so klein vor oder bin ich wirklich langsam am Erblinden? Ach ja, das war ja die Geschichte. Das kommt bei raus, wenn ihr Escape drückt. Warte. Das ist die neue HUD-Bearbeitung. Die HUD-Bearbeitung lässt euch hier nämlich die ganzen Fenster einzeln ziehen. Ich sag euch, meine Vermutung ist, dass das aus dem neuen NC-Soft-Game herruht, nämlich Throne of Liberty. Dort kann man nämlich das User-Interface bis aufs kleinste Detail hin und her schieben. Und ich vermute, dass das sich jetzt hier etabliert hat, so ein bisschen. Erst bitte nicht gespeichert, bitte erst speichern, dann anwenden. Ich hab's gespeichert. Okay. Ah, jetzt ist ja hier unten doof. Ah, oh, es geht schon los hier. So, ein Stückchen nach da. Wir müssen das auf die Voreinstellungen einspeichern und dann. Okay. I got you, I got you. So. Also, wir haben ja trotzdem noch unsere Leisten. Warte, was ich mich noch gerne frage. Hier ist zwar das HUD, aber es gab ja in den Einstellungen bei Spielen noch die Extra-Leisten. Okay, die Extra-Leisten haben wir trotzdem wieder, die bewegliche Leisten. Okay. Die sind uns erhalten geblieben. Gut. Muss man ja mal testen. Jetzt sehen wir, dass er hier zu weit unten ist. Ja, man kann jetzt hier ewig schieben und drehen. Ich will es jetzt erstmal nicht überreizen. Ihr habt jetzt hier unten die Umfragen, die reinkommen. Schwarzwolkenhändlerpost, Devapass, Ion Look. Das ist euer Kleiderschrank. Dann haben wir hier noch den Ion Shop und das Spielmenü hier nochmal extra. Ihr habt ja auch den Reliktrechner wieder drin. Also es ist alles jetzt etwas fast schon übersichtlicher als vorher. Man kann ja sogar auch drei Menüleisten in die Favoriten reinholen, damit man im Schnellbildschirm da drauf zugreifen kann. Hier sehen wir jetzt unsere Flugzeit hier oben. Jetzt haben wir hier das Plus. Und hier können wir sie einen Ticken kleiner machen. Das ist doch sehr angenehm. Transparente Karte gibt es nicht, das heißt, ich brauche kein N drücken. Und was wir aber drücken, ist jetzt mal die Kampagnenquest hier. Wir sehen auch, alle Fenster sind neu gemacht hier. Es ist jetzt erstmal ein Kulturschock, fast schon. Ich soll kurz gucken, ist sie. Hatte sie nicht noch eine Quest? Ach ja, ist das nicht schön? Ja. Nee, aber es passt alles. Okay, es sieht teilweise echt komisch aus, irgendwie. Wir haben jetzt nur die Quest, aber sie hatte eigentlich zwei, oder nicht? Ich mache jetzt aber mal die hier. Verlass das Wohnheim. Zeig dem Schulraummeister die Schulraumzugangskarte. Die liegt hier. Und hier ist noch ein warmer Kelch. Okay, ich glaube, ich habe gerade eine Quest verpasst. Na toll. F in den Chat dafür. Auch wenn ich nicht live streame. Bin ich hier noch im richtigen Spiel? Wieso ist der Chat hier so fett? So. Was war das denn für ein Einblender?
So, willkommen im Platz der Zeremonie. Ich guck mir mal kurz die Spells an. Also Key bauen wir auf, indem wir Spells drücken. Und wir müssen wahrscheinlich zu dem Typen gehen. Ich will hier nur mal... Okay, wir verlieren immer ein bisschen Leben, weil ich doof bin, aber es macht ja nichts. Da ist der Platzmeister. Overall finde ich es ja eigentlich recht schick. So. Also es sieht schon ein bisschen lebendiger aus als in Telos, der Anfangszone von dem guten Rächer. Ich muss mich echt gerade an den Look gewöhnen. Ich weiß noch nicht genau, was ich von halten soll, to be honest. Die Buffs sind jetzt auch gerade hier drüben, aber die kann man bestimmt auch wieder verschieben nach hier. So, weil man es halt gewohnt ist in den Good Old Times. Also, man kann da so lange rumspielen, bis es einem passt. So, man sieht ja hier auch die Layer, wie sie überlappen und nicht überlappen. Und ja, ich finde es an sich cool, weil du halt jetzt das alles so schieben kannst und auch beim Schieben vor allem vorher siehst, wie es am Ende aussieht. Und wie viel Platz vor allem alles braucht. Weil am Ende hatten wir ja immer das Problem, du hast das Questlog geschoben und dann war es aber wieder an dem falschen Platz. Aber ich habe doch die Zugangskarte angeklickt gehabt, meine Lieben. Wir haben jetzt schon 40 Key gesammelt, let's go. Also es ist auch hier oben, die Balken sind alle ein bisschen geändert. Habe ich was falsch gemacht? Ich muss ihm meine Zugangskarte zeigen. So, hier ist eine Zugangskarte. Aber es ist bestimmt nicht meine. Ich habe die Zugangskarte. Hat er mich nicht gerade weggeschickt? Das ist der Hallenmeister. Vor allem Schulraummeister. Das ist der Fehler. Wo ist denn der? Da ist der Schulraummeister. Ah, jetzt haben wir die Minimap. Ach, jetzt ist die hier oben. Na ja, gut, das erklärt einiges. So, ich hätte gern... Also, bin ich blind oder kommen mir die Schriften in den Quests manchmal ein bisschen schwammig vor? Na gut, die sind gestochen scharf. Die hier sind wahrscheinlich nur, weil sie ein bisschen fetter geschrieben sind. So ein bisschen komisch. Warte. Geht es euch jetzt besser? Ihr habt mir nicht wohlgefühlt. Heute lasse ich euch durchgehen. Aber sagt dafür, dass ihr... So, wir beginnen jetzt mit dem Erziehungsunterricht, ja. Ergänzungsunterricht. Heute haben wir noch einmal die große Katastrophe vom letzten Mal behandelt. Ihr erinnert euch doch noch an die Tragödie, als sich Arions Turm zweigeteilt hat und Atria und Baleur wieder geteilt wurden. Versucht jetzt diesbezüglich Fragen zu beantworten, die ich euch stelle. Was war der Geschichtenhintergrund der großen Katastrophe? Warte. Wie lässt sich das Atria Etherfeld erklären? Bitte was? Also wir hatten gerade einen Fehler gemacht, aber... Nach der großen Katastrophe wurde Atrias Etherfeld durch ein Opfer der Gebieter wieder geöffnet. Opfer? Welche Opfer konnten diese selbstsüchtigen und feigen Gebieter schon bringen? Diese Worte selbst passen nicht zu ihnen. Von Anfang an wurde das Etherfeld nur von den Gebietern geschaffen, um die Deva einzuschließen und zu kontrollieren. So etwas. Habt ihr eure morgendliche Medizin nicht genommen? Der Erleuchtungstrank muss unbedingt dreimal am Tag eingenommen werden, morgens, mittags und abends. Es ist unvermeidlich, da Devas unvollkommen geboren werden. Um ihren Geist und Körper zu pflegen, müssen sie die Tränke zu sich nehmen. Trinkt wenigstens jetzt schnell den Erleuchtungstrank. Bringt er mir jetzt? Trank wird gleich seine Wirkung entfalten. Du wirst deinen Leuchtungstrank immer rechtzeitig trinken. Wir machen mit dem Unterricht weiter, wenn ihr die Pflichtlektüre, die wahre Geschichte der großen Katastrophe, alles über Atreas Etherfeld, Atreas und wichtige Persönlichkeiten und Theorie der Dimension gelesen habt. Wo sind die Bücher? Laut Map sind sie hier drüben. Okay, die Geschichte ist ein bisschen anders, als wie wir sie kennen.
Die 100 wichtigsten Persönlichkeiten, Statthalter wieder, Quasir, Venrix Reißzahn, Hohepriester Balder, Trugbild Agehia und Sanctum ist es Fasimida, Labyrinthos, Jusleas, Eremetia. Dann. Es war nicht möglich, das Atreia-Feld vollständig zu beseitigen. Wir haben jedoch einen Weg gefunden, das Atreia zu durchbrechen. Wenn eine große Kraft auf der Oberfläche des Feldes trifft, entsteht ganz kurz ein Loch. Das Loch als Durchgang nach Atreia dient, bezeichnet man als Dimensionstor. Natürlich hat es unglaublich viele Kraft verbraucht, die Dimension zu öffnen und aufzuhalten. Aber das war kein Problem für die Baleur. Sie sind auch weiterhin bereit, Opfer zu bringen, um die Ungewissheit in dem Zugebiet der Hände beziehen. Nee. Okay. Vielleicht kriege ich es diesmal richtig hin. So, hier sind noch Buch 3 und 4. Hallo? Da ist es. Alles über Dreas Ätherfeld. Durch die große Kreatur wurde die Befreiung der Devas verhindert. Die Baleur, die den Devas zu Hilfe gekommen waren, waren verzweifelt, aber sie gaben nicht auf. Es war ihre Mission, die Devas aus den Klauen der verräterischen Gebieter zu retten. Leider war es kein einfaches Vorhaben. Das Ätherfeld, das ganze Dreher umgab, hielt die Devas gefangen und trieb sie in die Mauer der Täuschung. Das Ätherfeld, das die Baleur und Devas trennte, war äußerst böse und beharrlich. Aber letztendlich fanden die Baleur einen Weg, um die unwissenden Devas in das Land der weisen Baleur des ewigen Paradieses zu führen. Nach mehreren Versuchen gelang es ihnen, wenn auch nur für kurze Zeit, Atreas Ätherfeld zu durchbrechen. Für zusätzliche Details Theorie der Dimensionstore lesen. Die Story ist jetzt ein bisschen anders, als so wie wir sie kennen. Glaube ich. Die wahre Geschichte der großen Katastrophe. Vor langer Zeit berauschte sich der Gebieter an der Macht des Ion-Turms und versuchte, alle Dinge auf der Welt zu kontrollieren. Die Baleur wollten sie aufhalten, riskierten einen Krieg. Die Devas ließen sich von den Gebietern beeinflussen und kämpften gegen die Baleur. Dennoch hatten die barmherzigen Baleur Mitleid mit den Devas, die nichts weiter als Sklaven der Gebieter waren und verursachten, sie zu retten. Versuchten. Die Baleur-Gebieter gingen nach Atreia, um die Befreiung der Devas zu besprechen, aber tatsächlich war dies nur eine Falle der gerissenen Gebieter. Als die Baleur-Gebieter wehrlos waren, wurden sie von den Gebietern angegriffen. Baleur-Gebieter Fregion leistete erbitterten Widerstand, wobei der Ion-Turm unwiderruflich beschädigt wurde. Man kann sagen, dass die Tragödie durch die Feigheit der Gebieter verursacht wurde. Spätere Generationen nannten diese tragische Ereignis die große Katastrophe. Und so kenne ich die große Katastrophe aber nicht. Denn hier werden die Baleur ja als Retter dargestellt. So. Also haben wir jetzt automatisch die Quest erledigt, aufgrund der Tatsache, dass wir die Bücher gelesen haben. Okay. Sprecht auf dem Platz der Zeremonie mit Ausbilder Julman. Okay. Ich finde es an sich cool, dass es hier so à la Schule, Akademie ist. I don't know, ich mag das. Ist halt nicht mehr so wild quasi. In der Wildnis und alles, sondern mehr so in, yo, einer kontrollierten Umgebung. Aber es macht an sich Sinn, wenn man sich überlegt, wie jetzt die neue Geschichte lautet. Okay, wir machen, haben jetzt auch eine Kettenfähigkeit hinzugefügt bekommen. Ich habe jetzt schon eine Jaspers Gunst, okay. So, das eine ist einfach, was macht er für ein... Für sich dabei ist es... Ach, bewegungsunfähig macht das das Ziel, okay. Hier sind auch Kakerlaken und Bienen. Und Bienen sind böse. Warum sind Bienen böse? Bienen sind doch so nützlich. Okay, wir kommen auf Lauftempo dazu. Ihr lehrt euren Geist. Okay, wir sind auch schon Level 3. Alles voll die krassen Leute hier. So, erhalte den Lernschein, indem ihr das Übungsziel fortlaufend angreift. Grundlagen. Erstmal habe ich hier Bienen. Wir müssen das Übungsziel fortlaufend angreifen und bekommen dafür jetzt bestimmt die ganze Zeit Erfahrungspunkte, oder? Ach nein, wir haben den Lehrschein schon. Weil ich weiß auch, es gab mal irgendwann eine Quest, wo du wirklich einfach nur so eine Puppe angreifen musstest und zwei, drei Level gemacht hast. Das war so langweilig. So, wir haben jetzt ein Level durch die Übungspuppe gemacht, indem wir sie einfach nur angegriffen haben, weil wir sind crazy gut. Und jetzt müssen wir jetzt, glaube ich, zurück. Zu Julmann. Und dem unseren Lehrschein zeigen.
Ich meine, immerhin hast du hier ein paar Monster, die rumlaufen, du hast schöne Umgebung, ein paar Menschen, die hier rumstehen quasi, die was, Asmodee, was auch immer. Ich frage mich wieder als leidenschaftliche Sammlerin, was wird mit meinem Sammelskill passieren? Wir haben jetzt ein paar Schüchchen bekommen. Und wir müssen jetzt. Zeigt dem Platzmeister den Trainingszugangskarte und beweist, dass ihr eintreten dürft. Yes. So, hier sind Oktars. So, wir haben hier unten in hellblau unseren Balken. Ich finde ihn fast schon. Ja, gut, es geht. Ich wollte fast sagen, ich finde ihn ein bisschen unauffällig. Aber okay, wir gewöhnen uns dran. Mein Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir gewöhnen uns ja auch immer mehr daran, dass nach jedem Patch einfach alles auf Koreanisch ist. Besiegt kampfbereiten Lehrling auf dem Trainingsplatz im Sparring. Ich frage ihn, ob er mit mir trainieren kann. Ich drücke mal die 3, aber da habe ich keine Fähigkeit drauf. Es ist halt, wir haben halt zwei Fähigkeiten. Eine davon hat ein bisschen eine Kette. Okay, ich nehme mal kurz. Ich nehme auch gleich deinen Sparring-Partner, weil die hat ja jetzt gerade ihren Sparring-Partner verloren. Aber schön, wenn wir uns einfach alle gegenseitig verkloppen. Wir haben jetzt auch, glaube ich, unsere Ki-Kraft aufgebraucht. Ich habe scheinbar einen Spell gedrückt, der das getriggert hat. Weil die wird gerade reduziert. So, jetzt müssen wir wieder mit dem Lehrmeister quatschen. Das ist natürlich ein Balauur, weil jetzt in der Version ja die Balauur die Guten sind. Startet auf dem Platz der Zeremonie und Ausbilder Julmann Bericht. Ja, nichts leichter als das. Das wird, glaube ich, der neue Lieblings-NPC hier. Einmal rüber teleportieren. Bisher alles noch sehr entspannt. Teleportieren. Kampfkünstler Stufe 5. Also jetzt. So. Teleportation. Teleportiere dich zu einem Ziel in 15 Meter Entfernung. Das ist nicht wenig. Da sehe ich mich bei Raids jetzt schon wieder. Das Problem ist nur, dass man sich hin teleportiert. Und nicht ihn zu einem selber teleportiert. Das ist ja der Unterschied. Sprich wieder Freund. Warte, warte, warte. Die Freundin steht doch hier drin. Und jetzt gehen wir eine Runde pennen. Auf einem Daunenkissen. Das ist ganz wichtig, dass es mit in der Quest steht. Es ist ein Daunenkissen. Denn unser Traum führt uns wieder zu Sarakael. Die uns wieder neue Sachen gibt. Und auch noch hier einmal die Nebenquest, die wir vergessen haben. Öffnet es die Würfel und Neulingsgunst, die sich dann findet. Ist aktiviert. 391 XP hat uns das gebracht. So, haben wir die Quest immerhin schon mal nachgeholt. Und da sind wir wieder. Ich habe das Gefühl, wir haben ja gerade eine Kämpferin quasi gesehen. Ist das hier auf separiert jeder einzeln oder wie? Weil wir sehen hier ja keine anderen jetzt gerade. So, einmal durch den Wirbelsturm für die Buffs. Okay, hier wurde schon einer gekillt. Wir haben hier gerade die Invasion. Also ich stehe vorm Ziel, meine Gute. Also die Teleportation war jetzt hier nicht sehr erfolgreich. Wir starten vorm Ziel, haben uns teleportiert und schon war das System verwirrt. Wurde uns jetzt die Jaspers Gunst gegeben, weil es halt sehr wahrscheinlich ist, dass wir sterben können? Es sind halt schon ein paar Devas gefallen. Aber es soll ja da drüben rein. Aber dem hau ich gut ein aufs Kieforschen. Ich muss mich so an die Anzeigen gewöhnen.
Das werde ich bestimmt noch ein paar Mal sagen. Es tut mir jetzt schon leid. Oh, eine schöne Statue. Seht nach, wie es gestürzter Seetang geht. Ja. Uiuiui. Sind noch Packsäcke? Tödliche Verletzung. Gelöster Wundverband. Halbleere Heiltrank. Haben wir Nummer 1. Stimmt hier aus den Notfalltaschen noch? Genau. Das macht nichts. Den haben wir schon mal verkloppt. Oder seine Schwester? Ich weiß nicht. Ich hätte ja auch mal noch die Skills alle lernen können. Ich Blödian. Haben wir noch die Faustserie jetzt bekommen? Und die sind alles Kettenfähigkeiten. Ja, mit ein paar mehr Skills macht das alles auch ein bisschen mehr Sinn. Gut, jetzt brauchen wir nur noch die Rucksäcke. Hier ist noch einer. Ja, ganz schön viel Cooldown. Das muss ich sagen. Aber ihr seht jetzt, hier haben wir richtig viel Ketten. Das ist so das, was den Faustkämpfer auch ein bisschen ausmacht am Ende. Mit den ganzen Kettenskills. Ich muss mich hier dran gewöhnen, hier drüben. Das ist mit den Debuffs und Buffs ist noch nicht so ganz meine Welt. Ich bin gespannt, dann, wo unsere Gruppenmitglieder angezeigt werden. Das wird noch richtig lustig. Übrigens, das kleine Schloss zum Fixieren der Skills ist jetzt hier rechts. Das hatte ich ganz vergessen zu sagen. Ich lerne es auch gerade erst so neben so zum ersten Mal. Also ich hab gerade wirklich for real first Eindruck. Ich habe mir auch davon noch nichts angeguckt, weil konnte ich ja nicht großartig. Und daher komplett blind. So, das dürfte jetzt die Waffe gewesen sein. Genau. Wir haben wieder ein Level up. Jetzt gehen wir zur Halle der Tapferkeit. Weil wir so tapfer sind. Wir konnten zwar niemanden retten. Aber wir konnten ein bisschen aufräumen. Das sind unsere Spezialitäten. I don't know. Ah, die können wir mehrfach aktivieren. Okay, okay. Beruhigen Sie sich, Girl. So, erledigt den Kampf. Claw. Okay, den da. Der Claw, der Linda getötet hat. Oder sie noch angreift. Aber das ist, machen wir ja mit links. Okay, sie lebt noch. Sieht zumindest aus. Ja, sie lebt noch. Bis zum Pfad der Erleuchtung. Huch. Okay, der Teleport muss ich auf jeden Fall auf eine andere Taste legen. Uns erscheinen jetzt quasi Claw in unserem Gesicht, wenn wir hier mit ihr laufen. Sonst wäre es ja langweilig, wenn wir einfach durchlaufen könnten. Deswegen müsst ihr jetzt aufpassen, wo welche spawnen. Na? Ich bin falsch gelaufen, daran könnte es vielleicht liegen. Wir müssen doch nur ums Eck. Aber ich war gerade so konzentriert darauf, ob noch einer erscheint. Ja, sie geht halt auch einfach durch die Wecke durch. So, Handschuhe. Es ist schon süß gemacht, dass es hier so eine kleine Story hat. Aber hatte Tilos ja auch. Oh, ein Wauwau. Nein, das sind Löwe. Wieso steht sie hinter der Bank? Wieso hat sie so eine komische Stimme? Wartet mal. Brauchen wir die zwei? Wir brauchen die zweimal, okay. Ich mach das lieber ganz schnell wieder zu. Ihr werdet als Faustkämpfer wiedergeboren werden. Ich möchte ein... Also wir können ja nur Faustkämpfer werden, wir haben ja keine Wahl. Also, verkackeiern kann ich mich selber. Noch gibt es keine andere Klasse, die man da wählen könnte. Okay, jetzt haben wir hier wieder eine Quest. Zurück zum Gut.
Wir haben jetzt noch ein neues Oberteil bekommen. Ist das ein Balaur oder ein Deva? Safe ist das ein Balaur, Deva, so eine Mischmasch. Safe Call. Buch der Verschlüsselung. Zugangskarte. Dafür werden wir wieder angegriffen. Aber wir sind too strong for you. So, geh zum Korridor zum Sicherheitstrakt, der zum Keller des Guts führt. Einmal hier drauf klicken und dann vermute ich einmal hier drauf klicken. So, rätselhafte Helferin. Level 11. Inhaftierungsbefehl Nummer 1 überprüfen in der Diva-Gefängniszelle. Das ist Nummer 3. Aber wieso kämpfen wir jetzt gegen Balaur, wenn sie doch die Guten sind? Ich hab noch ein paar Fragen. Okay, neue Skills haben wir nicht. Wir haben jetzt nur noch Odella-Pulverbomb. Hier ist er. Okay, der Spell ist crazy stark. Ja, warte mal. Wir kriegen jetzt schon einen kritischen Treffer, Manostein. Wait, was hast du drin, ne? Ich war so lootfaul. Okay, die Enttäuschung ist groß. Er scheint so ein schönes Balaur-Labor zu sein, wie wir es schon von den Lefaristen kennen. So, Befehl. Inhaftierungsinformation. LD65. Vertaron 21. Aufklärungsfolge. Quote bei 51. Aufgrund unerwarteter Nebenwirkungen der Tränke. Gescheiterten Nervenzusammenbruch. Warn. Erhöhte Aggression. Entsorgung. Sofortige Entsorgung, wenn innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt. Noch ein Elios aus Sanctum. Er ist 36. Bei 20 gescheitert. Entdeckt nach Eindringen in Sicherheitstrakt. Disqualifiziert. Entsorgung als Versuchsperson für Überprüfung der Wirksamkeit der Tränke eingestuft. Oh, ein Asmodee aus Moorheim. Er ist 32 mit 96 ausgewählt, bei der... Was? Aber bei letzter Stufe gescheitert. Ablehnung, Antipathie gegenüber Balaur. Es wird geprüft, ob es Möglichkeit ist, seine Erinnerung zurückzusetzen und ihn wieder in Gut aufzunehmen. Okay. So, also Nummer 3 war da drüben. Das heißt, Nummer 2 ist doch hier irgendwo. Das heißt... Elios, ah, okay, es macht alles Sinn. Like, ihr habt doch alle safe die Patchnotes verfolgt. Und deswegen wissen wir alle safe, dass er die neue PvP-Instanz, die die Tiag-Versuchsstation ablöst, ja eine Instanz ist, in der Asmodee und Elios also gemischt sein können. Und das hier erklärt auch warum. Weil ja die Balaur gut sind und es dadurch keinen Krieg zwischen Elios und Asmodee gibt, sondern mehr zwischen Elios und Asmodee gegen ihre Gebieter in Zusammenschluss mit dem Balaur. Ein Elios, ein Asmo, etwas Unbekanntes, was kein Alter hat. Unter 10, okay. Aufklärungserfolgsquote. Tür kaputt machen. Machen wir nur einen. Da oben steht's. Ich hab's gerade gesucht. Ich sehe gerade, dass mein Chatcover nicht ganz ausreicht. Ich muss wirklich mal ein neues Chatcover machen. Ih, was hast du für einen hässlichen Kopf? Lefaristen-Deva. Ich glaube, es hackt. Ja, komm. Lefaristen verspeise ich zum Frühstück. Was bist du? Vernünftiger Deva. Die kämpfe ich nicht, oder? Nee. Sprech mit rätselhafter Helferin. Steht doch wieder am Tor. Also ich will die Karte nicht wieder so groß machen, weil sie stört mich dann einfach nur. Deswegen nicht wundern, wenn ich die da so klein lasse. Dafür nehme ich hier die durchsichtige Karte lieber. Also das mit der Teleportation funktioniert noch nicht so ganz, liebes Gamewatch-Team. Ich stehe halt direkt vorm Ziel. Ja, sie haben keinen freien Blick auf das Ziel. Ja, ich weiß ja nicht. Ich glaube, den Spell, den haue ich ein bisschen erstmal in die Tonne. Der klingt halt cool und ich weiß auch, dass andere Klassen sowas ähnliches haben. Deswegen verwundert es mich umso mehr, dass es bei der Klasse hapert.
So, Level 12. Vergesst nicht. In der Theorie wären wir mit Level 12 schon in Altgard. Also eigentlich auch schon mit Level 11. Also wir haben jetzt Ishaigen einmal schon komplett durch. Westen. Das ist doch Westen. Kurz mal noch den Buff von dem Tornado mitgenommen. Erledigt den Archiv-Schriftführer. Das Archiv ist links. Hier. Die sehen aber cool aus, die Balleuhr, weil die so ein bisschen einen neuen Look haben. Das gefällt mir, ehrlich gesagt. So, jetzt haben wir die Zugangskarte, das heißt, wir müssen auch hier reinkommen. Lest die Deva Strafregister, Band 1. Hier. Auf dem Deckblatt steht Deva Strafregister. Okay. Klassifizierung Elios. Dieses Dokument hat wohl Informationen, die Elios Deva. Klasse 23 Lindiana. Elios Veteran. Ich würde zu gerne wissen, ob hier Charaktere drinstehen, die es wirklich so gibt von Spielern. Asmodee. Klasse 23, Setan, Asmodee, Altgard. 20 Jahre. Muss entsorgt werden. Oh, das ist unser Dokument. Wir müssen auch entsorgt werden. Ab in den Mülleimer mit uns. Ich würde zu gerne wissen, was passiert, wenn wir jetzt hier einfach einen von den Leitern kaputt machen. Wir sind übrigens im Luminarium, also es ist schon die Instanz. Es ist ein bisschen schade, dass sobald man die Karte hier kleiner schaltet, man sich dann hier oben die Uhrzeit wie auch das Gebiet nicht mehr lesen kann. Das finde ich schade. Ja, also das Teleportieren ist halt voll für den Arsch. Du müsstest dich jedes Mal nach dem Teleport kurz bewegen, um dann Schaden machen zu dürfen. Das ist dämlich. Aber ich verstehe nicht, also, weiß nicht, warum kann man das dann nicht irgendwie drunter schreiben, so? Oder, meistens, ich mag es nicht, wenn das nicht angezeigt wird. Aber ich will sie auch nicht so fett machen. So, nächstes Level up. Jetzt müssen wir zum Lager. Leg ich jetzt mal ab. So. Da, warte. Müssen wir Lagermeister... Östlicher Durchgang. Okay, also wenn ihr euch teleportiert und danach direkt kurz ein bisschen bewegt, dann habt ihr das Problem nicht mit dem, ihr habt kein Target. Finde ich aber wirklich weird, weil zum Beispiel ein Assassine mitten im Hinterhalt das Problem zum Beispiel nicht hat. Meines Wissens nach. Also die haben... Die machen Hinterhalt und dann kommt gleich die fette Combo rein. Weil es geht manchmal auch wirklich nur noch um Sekunden. Okay, der Spell hat nicht gehittet. War zu weit weg, I guess. So, da war jetzt ein Ultra-Key-Spell dabei. Deswegen wird hier gerade unsere Key-Leiste vernichtet. Das haben wir gerade kurz aufblinken sehen. Das ist eine der Kettenfähigkeiten. Die hier nehme ich. Da fliegt die Drachen, die fliegende Drachenfaust ist es. Die uns hier das Key abverlangt. Muss man aufpassen, die stehen da rechts und links nach Gegner. Das könnte ja sehr schief gehen. Das haben sie aber bestimmt bedacht, dass wenn man sich hier teleportiert, man dann nicht angegriffen wird. So, aber ich glaube, raus kommen wir nicht, oder? Probier's mal. Okay, doch. Ist ja entspannt. Aber wir müssen den Brennofen noch zerstören. Ha, wir lesen keine Star-Portal. Auf ihn! Wir machen nur einen Schaden. Von daher, wir müssen uns nicht so anstrengen. So. Sprecht der rätselhafte Helferin. Und wieder zurück zu unserer guten Freundin. Mit der komischen Stimme. Ich finde die komisch. So eine Mischung aus Balleruhr und die möchte gerne Deva. Kann ich mich auch zu ihr teleportieren? Nö. Schade. Ist kein Gegner. Also ihr merkt schon, wir bekommen jetzt hier pro Quest immer Level und Ausrüstung.
Und jetzt geht's einmal im Westen noch in den Kontrolllabor ran. Ich will mal kurz gucken. Just saying. Wer es aus Retail kennt, diese Erkennungsmarken sehen aus wie uralte Mana-Steine. Just saying. Ich dachte doch, das Icon kenne ich. Aber ja, es sieht aus wie uralte Mana-Steine. Jetzt noch eine magische Präzision, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich glaube, wir sind so eine Crit-Klasse. Crit-Prezi-Klasse. So, jetzt müssen wir dich kaputt hauen. Du sehr klug aussehender Laborant. Ihr seht auch, die Ketten sind hier recht lang. Immer schön looten. Verwendet vor der Tür der hohen Laborkittel. Den Laborkittel. Wartet, das muss ich mir geben. Warte, wir müssen das so machen. Guck mal, ich bin jetzt männlich. Das ist nur für männliche Charaktere gestaltet, weil wir jetzt die Labortypen quasi nachahmen. Und ihr seht übrigens auch da hinten, der Balaur ist wieder respawned. Das heißt, wenn ihr den mal zu früh kaputt macht, könnt ihr mir vorstellen, dass er einfach nachspawnt. Und dann kann man die nochmal machen. Fehler bei Herstellungsprozessen, Anzahl der fehlerhaften Produkte erhöht sich. Ich bin viel zu klein für diesen Tisch, Leute. Like, look at me. Komm nicht mal über die Tischkante. Tränke werden hier ganz schön krass thematisiert. Ein Drana-Fragmentblümchen. Und noch ein bisschen Rezept. Ich klaue euch einfach mal euer Rezept vor der Nase, habe ich gehört. Und das übergeben wir jetzt selbst der rätselhaften Helferin, von der wir nicht mal wissen, ob sie uns eigentlich wirklich hilft. Oder ob sie uns jetzt erst vortäuscht, uns zu helfen und sich dann so denkt, haha, I gotcha. Und dann uns so richtig crazy in den Rücken fällt. Wie man es so kennt. Aber das Schöne ist, es sind jetzt alle uns zu... Alle mögen uns jetzt, weil wir hier Laborleiter sind. So, Stufe 15 haben wir im Kitter. Kann ich helfen? Scheinbar nicht. Wir wurden instant raus teleportiert. Drachenklaue, aber nur eine. Ihr dürft nicht vergessen, wir sind wie ein Assassine. Wir brauchen die Ausrüstungsteile immer zweimal. Und hier hätte man auch die Seele heilen können bei ihr. Jetzt sind wir wieder hier. Will ich das? So, jetzt können wir schon mal einen Drachenklaue reinnehmen. Und dann macht den Gürtel mit rein. So, betrete den Kontrollraum. Sieht hier so anders aus. Also es ist gleich, aber wir sind an einem anderen Punkt gespawnt. Haben wir eigentlich schon neue Skills? Nee, ne? Nee. Aber die, die wir haben, müssten reichen. So, Schlüssel haben wir noch. Und die Jade ist jetzt hier mit drin. Na, für wen haltet ihr mich? Ich bin ein böser Balaur. Ihr werdet es sein. Der flieht. Wieso hast du so einen süßen Vogel als Haustier? Ich finde das frech von dir. Oh, wir haben ihn instant gekillt damit. Ich sagte, dieser Spell ist zu krass. Also, es gibt einen Grund, warum der so viel Cooldown hat. Jetzt müssen wir sie gegen seinen Papageien spielen. Lueta, warum tust du das? Ich bin Tierfreund. Okay, besorgt die Zugangskarte für Trakt 1. Das ist die hier. Vorsichtig, mal kurz heilen. Ich muss mal ganz kurz... Ach, ich bin es nicht gewohnt, dass das so ist, wie es... Okay, 17. Aber eigentlich ist alles so, wie es immer eingestellt hatte. Ich wundere mich gerade, warum es so ein bisschen leise ist. Hm, wer weiß. Erhältliche Bewegungen. Wieso sind die Missionssounds so laut? Wollt ihr andere Spieler? Okay, übernehmen. Ich muss hier wieder
Es ist halt wie immer neuer Charakter, neues Glück im Chat, denn da kommen die ganzen China-Seller und ich bann sie weg. Eieiei. Also war dasselbe. So, my lady, ich habe den Zugang für den Trakt. Jetzt gibt's schon Schutztruppenmünzen. Okay, Angriff erhöht im Flug. So, Atreans Chaos stürzen. Installiert in den Helfer gemachte Bombe an Atreas Korridortreiber. Okay. Auf in Trakt 1. Ui. Ui, das sieht ja voll cool aus. Okay, Nummer 1. Hier spawnt doch gleich was. Nein? Okay. Wir machen jetzt die Dimensionen kaputt. Veteran Altgard. Heiron Biluslan. Elton Morheim. Und das war Poeta Ischalgen. Okay. Aber da fehlt Prostonien. Dam, dam, da. Gemein. Es müssten eigentlich 5 sein. So, wir haben die Bomben installiert. Jetzt müssen wir den Prahler Kumanka töten. Hallo, mein Freund. Bist du gewappnet, gegen eine der krassesten Faustkämpferinnen zu kämpfen? Ich glaube nicht. Ich glaube, du gehst gleich in die Knie. Ach, hier ist der 5. Korridor. Aber das ist Pandemonium und Sanktum, das zählt nicht. Hier fehlt Prostonien, Leute. Sprecht mit der rätselhaften Helferin, die plötzlich aufgetaucht ist. Okay, die tut jetzt hier einfach eine Werkbank. Tickende Zeitbombe, okay. Sie hat alle Tiefe in Sicherheit gebracht, dass alles ist vorbereitet. Lasst uns die Zünder betätigen. Wir haben versprochen, dass wir das gut gemeinsam verlassen. Ich gehe vor und warte auf euch. Sucht mich auf. Ich heiße Sarah. Sarah Quill. Oh, okay, das heißt, die haben wir uns in unserem Traum schon getroffen. Und wir betätigen mal die tickende Zeitbombe. So, sprecht mit der Retterin, Sarah Kiel. Jetzt hat sie auch eine normale Stimme. So, das ist Level 19. Ey, ich fühle mich wie beim Rächer. Richtig mies einfach nur. Weil das schon wieder dieses Schnellgelevel ist. So, jetzt haben wir das auch wieder. Ich bin froh, dass wir noch nicht einmal Seelen heilen mussten. Und wir kommen jetzt ins Pandemonium. Und das war quasi Lacrima und das Lunarium. Yay. Wir gucken jetzt mal, wir müssen mit Hohenpriester Balder reden. Ich vermute, dass wir jetzt direkt nach Morheim geschickt werden. Weil wir quasi wie beim Rächer, wie der es schon vorher gemacht hat, tun wir es jetzt wieder. Kampfmeister steht natürlich auch wieder hier. Aber das ist der Stigma. Stigma. Hier ist die Meisterin. Halleluja. Wie viele Kinder haben wir? Wie viel Platz habe ich im Inventar? Das ist, glaube ich, die größere Frage. Ein bisschen haben wir noch. Ah, da können wir noch die Rüstungsteile verkaufen, die wir nicht brauchen. Wo ist er denn jetzt? Da. Verkaufen. So, den Schutz brauchen wir nicht mehr, den Schutz brauchen wir nicht mehr, den Schutz brauchen wir nicht mehr, den Schutz brauchen wir nicht mehr. Bitte schön. Verkaufen. Ach, die Menüs sehen alle so anders aus. So. Unser Kinder reicht sogar. Das ist okay. So. Problem Nummer 1, was wir hier wieder bei der Klasse haben, ist schon wie beim Rächer so. Wo das Sammellevel? Wo? Ich darf jetzt wieder nach Altgard zurück und dort mein Sammellevel anfangen. Geil. Das sind die Träume eines jeden Sammlers. Ach du Kacke. Das sind alles Kettenfähigkeiten, außer dir. Der fliegende Kick wurde jetzt hinzugefügt. Den haben wir so. So, das sind alles Kettenfähigkeiten. Der Mondscheinkick hat ein Upgrade bekommen. Der Solarplexus auch. Ich glaube, der Bauchkick oder Solarplexus ist eigentlich der Bauch, ne? So. Haben wir das auch schon mal gemacht? Jetzt gehen wir mal noch zu Balde, weil dann vermute ich, haben wir wieder so diesen
Standardlauf in Morhaime, was ich aber gut treffen würde. Das heißt, ich könnte diesen Charakter einfach mal noch ein bisschen weiter leveln und wir könnten uns zum Beispiel mal den neuen Feuertempel reinziehen. Das wäre doch eine Maßnahme. Aber ich würde euch diesen Levelprozess ersparen, videoweise, denn er ist eigentlich wie mit allen anderen Klassen. So, also da wird sich nichts viel tun. Ich kann dann nur mal berichten, wie es ist, wie es mit den Quests aussieht. Wie viele wir nicht machen konnten. Aufgrund der Tatsache, dass wieder Bugs da waren oder man sich sagt, ja, die Quest braucht er nicht machen. Weil wir haben jetzt nur noch diese Quest und dann bekommen wir einmal komplettes Rüstungsset noch. Und dann müssten wir eigentlich fast Level 20 sein. Und das ist ja so das Level, wo wir dann nach Morhaime gehen. Beziehungsweise du könntest auch kurz nach Rustonien gehen, da schon ein bisschen leveln. Da ging ja ab Level 22 oder so dann auch schon was. Er hat sich nicht wirklich eine Uschi genannt. Er hat sich eine Uschi genannt. Ah! Genau, wir werden direkt nach Morhaime geschickt und kein Flucht von Schicksal mit den Stigmen haben wir auch gleich noch mitbekommen. Das heißt, ab hier beginnt das normale Level. Hier gibt es auch schwingendes Kampf. Liebes Gameforge-Team, bitte, warum kriegt jede verschissene neue Klasse for free richtig coole Flügel und ich als alteingesessener Klassenspieler muss mir einen Arsch aufreißen, mein Real-Life-Geld in die Pfote nehmen oder irgendeine Kacke jeden Tag machen, damit ich an coole Flügel reinkomme? Tell me, warum kriegen die alle so... Also die sehen nicht so schön aus, wie man jetzt meint, aber so like, please. Die haben... Die Idee dieser Flügel ist richtig schön. Aber warum? Ich will auch. Ich will für die anderen Klassen auch eine Möglichkeit, diese Flügel zu bekommen. Ich finde das frech. Ich finde das bodenlos frech. Finde ich das. Wieso haben die anderen Klassen das nicht verdient? Cool. Ich bin sauer. Aber das ist ja auch nicht schwer. Aber wir haben jetzt mal den Anfang eines Faustkämpfers gesehen, wie das Ganze gut aussieht. Und wir haben jetzt schon mal das neue Interface gesehen, über das wir uns freuen oder auch nicht so freuen können. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Stimmt, das wollte ich mal gucken. Was mich interessiert ist, es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, ne, das alte UI zu nehmen, ne? Das hätte... Nee, wir müssen alles neu spielen. Okay. Aber das hätte mich interessiert, ob es wirklich eine Möglichkeit gäbe, ins alte UI zu schalten, also User Interface. Weil es gab ja... Ich weiß noch mal, eine Zeit lang gab es in einem Aion... Sorry. Die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen User Interfaces zu wechseln. Da gab es zwei verschiedene Sachen. Aber das wird hier nicht der Fall sein. Genau. Oder? Das wäre halt Standard, das wäre halt so, wie es vorher schon war. Ohne meinen Änderungen. Ihr seht, das hier unten ist fix, der Rest ist alles beweglich, alles was blau ist. Okay, die Größe ist ja exorbitant. What the hell? So groß brauche ich auch nicht, aber so klein bitte auch nicht. Meine armen Äuglein. Meine armen, armen Äuglein. Ich bin blind, Leute. Das finde ich so nervig mit diesem Speichern. Ah! Das sind mir zu viele Klicks. Just saying. Ja. Das war auf jeden Fall mal der kleine Einblick hier in die ganze Faustkämpfer-Geschichte. Könnte noch ein bisschen Haramel laufen. Bis Level 22 geht das noch. Aber wie gesagt, es ist halt wie mit dem Rächer. Ab nach Morhaime und weiter geht die Post. Wie gesagt, schon in den Patch Notes, Feuertempel ist, glaube ich, recht lukrativ geworden. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Faustkämpfer so. Wir haben so die ersten Anfänge uns schon mal angeguckt. Vielleicht wird es später noch mal ein bisschen Content dazu geben. Wie gesagt, Feuertempel würde sich da anbieten. Und ja, dann guck mal einfach mal. Der Chat ist auch jetzt schon wieder wo ganz anders. Ich krieg noch eine Krise. Oh, Menno. So. Ich bedanke mich aber vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch konnte das Video etwas weiterhelfen oder einen kleinen Einblick in die neue Klasse und alles bringen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nachmittag. Es tut mir nochmal unendlich leid, dass es jetzt nicht zum Patch Release da gekommen ist. Aber da hatte ich leider keine Macht drüber.
ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß beim Zuschauen habt und hoffe auch, dass ihr schon mal ein schönes Wochenende habt, weil heute ist Freitag, zumindest aus meinem Point of View. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und dabei sein und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao!